Schott steht da schon bereit in der Annahme. Jahre Rupert spielt viel und spielt gut, seit er mit Stephen Marshalls Verletzung da viel Verantwortung übernehmen muss. Da bringt noch ein zweites Mal ran. Mit dem Aufschlag, den setzt er ein bisschen lang. So, jetzt können sich die Zuschauer hinsetzen hier in der ZF Arena. Roomshot teilt sich da ein Großteil des Feldes in der Annahme mit Luke Perry auf. Clever gemacht von Sukowski. Friedrichshafen ist noch nicht so ganz wach. Andreas Tagvam, der Norweger, sah da nicht so richtig glücklich aus. Graham Michaels am Aufschlag. Oh, der ist drin. Erstes Ass. Da passte viel. Und das Tempo war auch schön für den Hinterfeldangriff. Felix Fischer, Berlins Mittelblocker, hat es dann nicht mehr ganz geschafft, es anzuschließen. Dann war viel Feld frei für Michael Finger. Auch nur ein einer Block für Wouter ter Maat. Den macht er normalerweise im Schlaf, wenn man ihn nach 3 Uhr nachts weckt, den Ball. Aber da hat er die Hand nicht so ganz sauber drauf gekriegt. Und dann setzt er ihn halt neben das Feld. Kriegt direkt noch eine Chance, zieht nicht voll durch und macht den Punkt. Beide Teams waren ja unter der Woche in der Champions League unterwegs. Beide Teams haben verloren, und auch in Friedrichshafen hier daheim gegen Paris in 5 Sätzen und ist damit ausgeschieden aus der Champions League. Und die BR Volleys haben an der italienischen Adriaküste gegen Civitanova gespielt, mit 0:3 verloren. Aber bei den Berlinern stand schon vorher fest, dass sie die K.O.-Phase erreicht haben. Der Champions League. Und treffen in der Phase der letzten 12 auf Istanbul. Erster längerer Ballwechsel der Partie. Immer noch nicht rum. Gut aufgepasst von Ruben Schott. Und das war ein großer Punkt für sein Team. Für das Team von Dieter Leinen. Und da hat man an seinem Gesicht auch gesehen, das macht ihm Spaß. Schicker Ballwechsel hier. Früh im Spiel. Missverständnis in
der Berliner Annahme. Annahme ist gut. Und das ist ein klassischer Robert Kopp. So, jetzt wird es da keinen Sprung satter geben. Robert Kopp zieht durch. Mit Hilfe der Netzkante. Und er war gut getimt. Der Lob von David Sossenheimer. Hatte den Ball so ein bisschen unterlaufen, aber findet dann eine gute Lösung. Da sehen wir es, wir gehen wirklich weit hinter dem Körper. Netzkante aus, da war der Block nicht dran. Der Häfler, und damit geht der erste Teilsatz, also bis zur technischen Auszeit mit 8:5 an die Heimmannschaft. Gucken wir nochmal, ob ich es richtig gesehen habe. Ja, Netzkante aus, Georg Klein hat den Ball nicht mehr berührt. Wir attacken ohne Probleme, aber wir receive. Okay. Remember, don't stay too long in defense. Okay, the outside, because they use their own shot, the defense. Okay. Berlins Fans. So, jetzt werden sie wieder wach. Waren gerade nicht so ganz euphorisch. Da haben wir Markus Steuerwald, den Libero des VfB Friedrichshafen. Libero der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Der Bundestrainer im Übrigen ist auch hier in der Halle. Also der ehemalige sowieso, Nikita Leinen. Und der aktuelle Andrea Gianni ebenfalls. Simon Tischer am Aufschlag wird wieder versuchen, Richtung Robert Kromm zu servieren. Richtig. Versuch für Rupe Schott. Macht er clever. Hoch ran. An den Häfler-Block. Das war dann auch sein komplettes Begehr. Hier nach dem Ball. Langer Arm. Und Michael Finger war es, der da zuletzt die Bälle dran hat, die Hände am Ball hatte. Ja, hübscher Angriff von Michael Finger in den 3-Meter-Raum. Gegen den Dreierblock, Finger. Gut aufgepasst von Luke Perry. Und das war richtig gut aufgepasst von Berlins Block. Da hatte David Sossenheimer wirklich keine Chance vorbeizukommen. Hier kommt er zum Pipe an, Mann mit der Nummer 5. Und dann ist da der Block zu. Weigel war es. Thank you.
Fleck normalerweise gut auf, hat schon viele, viele Serien gehabt in dieser Saison. Zug ausgeben. Ab und an geht dann halt mal einer weg. Friedrichshafen ist wieder 3 Punkte vorn. Rousseau rettet. Zweite Chance Berlin. Schönes Zuspiel von Sukowski, hat da Andreas Takwam vernascht. Jetzt wird es nach einem Mittelblocker. Friedrichshafen steht sehr weit vorne gegen die Sprungplatte-Aufschläge von Ruben Schott. Der versucht dann auch mit relativ viel Druck die letzten Meter des Feldes zu erwischen. Der geht dann auch mal weg, haben wir gerade gesehen. Perfekte Annahme von Luke Perry und dann ist Graham Weigels früh da bei seinem Zuspieler. Ihr Team ist einen Punkt nur hin. Knapp im Aus, der Angriff, Ausgleich, 12 beide. Robert Kromm macht das gut, ist solide in der Annahme und die Angriffe bringt er eh durch. Prozent seiner Angriffe bisher Punkte. Mal auf den Ausschlag von Takwan. Sprungflatter. War ein bisschen flach für Georg Klein, der 2 Meter Schuss. Aber da hat er gut und schnell reagiert. Das können wir jetzt hier sehen. Legt den Ball sehr präzise an die Linie. Taktische Auszeit Berlin. They have the problem with the block with the libero and in the moment if play against the Belgian team. Okay, for it, Roberto Sagnotti hat es gesagt, also, sie werden es noch mehr mit Flatteraufschlägen versuchen gegen die sehr weit nach vorne gerückte Annahmeformation der Häfler.
Robert Kropp, schauen wir mal, na, keine Platte aufschlagen. Simon Tischer macht das Spielfeld groß, Pass über 9 Meter und das in einem schönen Tempo. David Sossenheimer dann mit dem Angriff über die Schulter. Die nächsten kleineren Gruppen, die nennen sich Juniors, die dürfen heute auch mal vor euch was zeigen. Also, hier oben der Eier. Auch hier nicht nur beim Volleyball, auch bei den Cheers. Viel Spaß. Es macht den Eindruck, als wollten sie beide Serien fortsetzen. 20 Bundesliga-Siege in Folge und 3 Siege nacheinander über die BR-Volleys. Da haben wir sie, die BR-Volleys. Aktueller deutscher Meister, immer noch aktueller CEV-Cup-Sieger, noch in der Champions League, die Berliner. Und wollen natürlich hier den Bock umstoßen in der ZF-Arena. David Sossenheimer hat sich da gestreckt und gestreckt, um Walter Termaat zu blocken. Versucht sehr aggressiv überzugreifen hier und dann mit dem rechten Unterarm berührt er die Netzkante. Punkt Berlin. Das war ein Tusch, ganz offensichtlich. Selbst der Linienrichter hat es nicht gesehen und der muss es sehen. Der muss es sehen. Gucken wir noch mal hin. Tusch. Ganz klar. Und jetzt gibt's den Punkt. Foto Psaltis ist wieder runter. War reingekommen hinten, um die Annahme zu stabilisieren, das VfB. Thomas Rousseau ist wieder auf dem Feld. Boah, geht noch weiter. Wieder umkämpfter Ball, der ist zu flach gewesen für Walter Termaat. Und dann der Einerblock von Michael Finger. Bisschen Glück gehört auch dazu. Dass die Zuschauer sich hier in der ZF-Arena über jedes Ass freuen, hat einen ganz besonderen Grund. Das haben wir eben am Plakat gesehen. Jedes Ass gibt für die Zuschauer am Ende der Saison ein Fässchen. Und der VfB ist eine auswahlstarke Mannschaft. Pay attention, because when we have one block, they change the block and block the diagonal. David Sossenheimer noch am Aufschlag. Nächster guter Aufschlag. Nächster Punkt. Heimteam 2016.
gute Annahme diesmal. Oh. Clever gemacht, aggressiv gemacht und den hat er auch hübsch lange an der Hand liegen gehabt, den Ball, Ruben Schotz. Vital Heinen nimmt eine Auszeit. Drei Punkte Führung für den VfB gegen die BR Wolles. Kutkowski, in der ersten Rotation hat er seinen Aufschlag nicht gut getroffen. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Besser. Der fünfte Punkt von Michael Finger. In diesem Spiel genauso viele Punkte hat beim VfB bisher David Sossenheimer gemacht, ebenfalls 5. Graham Weigels und Ruben Schotz bei den Berlinern mit jeweils 4 Punkten die erfolgreichsten Punktesammler. Malescher reingekommen für Georg Klein für den Aufschlag. Dabei hatte Georg Klein zwei gute Aufschläge mit seinem Sprungflatter gehabt in der letzten Rotation. Einer Block gegen Rousseau. Da hat er einfach gar nicht gesehen, dass Wout van Aert da vorne war. Augen zu und Druck, Rousseau. Takvan über die Schulter beim Aufsteiger. Out of the Marks wird gegen den Einerblock. Schulter ist offensichtlich warm. Keine gute Annahme von Sossenheimer, hat den Ball ein bisschen zu sehr geschoben. Berlin ist wieder bis auf einen Punkt ran. So, jetzt die Chance zum Ausgleich. Kein Tusch, den setzt ein bisschen zu hoch an, den Angriff Robert Krom. Beim Bestreben, viele Bälle schnell zu spielen, auch über die Außenpositionen, leidet ab und an ein wenig die Präzision auf beiden Seiten. Und dann kommt es dann zu diesen Lobs oder wie hier zu diesem
im Prinzip Notangriff von Wouter ter Maat. Trotzdem gibt es den Punkt für die Berliner Auszeit für Rissabend. We don't use our chances. Stay straight, we don't use, we have full Tomat. Tomat clear, one on one is sharp diagonal. Tomat, one on one, you can take more. Klare Anweisung an den Block vom Coach. Abschlag, Wouter ter Maat. Oh, den hat er gut getroffen. Chance zum Ausgleich, zum 23 beide über Robert Gromm. Und diesmal kommt er durch. 23 beide. Vitalainen ist er nicht amüsiert. Seine Mannschaft war komplett vorne. Und dann gibt es so ein, zwei Undiszipliniertheiten. Das mag er nicht gern sehen, Vitalainen. Jetzt steht es auf jeden Fall 23-2. Das heißt, wir haben gleich Satzball für den VfB Friedrichshafen. Mostedanovic kommt rein für David Sosnheimer vorne am Netz. Es gilt zu blocken. Das Armin Mostedanovic, der 31-jährige Bosnier, einfach auch der erfahrenere, abgeklärtere Mann. Einer Block nur für Robert Kromm und der weiß natürlich, dass er beim einer Block der VfB Friedrichshafen jetzt in die Diagonale geht. Und dann geht es halt hart über die Schulter. Bisschen zu dicht. Der Ball gestellt von Simon Fischer. David Sosnheimer hat er definitiv Glück. Zukowski zockt und will sich wegducken vom Ball, kriegt den Ball aber auf den Rücken. Einer Block gegen ter Maat und der VfB Friedrichshafen gewinnt einmal mehr einen knappen Satz gegen die BR Volleys. Das ist eine Sache, die haben wir nun wirklich häufig schon gehabt in dieser Saison, wenn die beiden aufeinander getroffen sind. So. Einmal kurz durchpusten hier in der ZF-Arena. 3 Minuten Pause. Wir sind rechtzeitig zurück, wenn es denn hier weitergeht mit dem Spiel. Erster gegen Zweiter.
So, da sind wir wieder zurück in der ZF Arena. 1:0 nach Sätzen für die Mannschaft in Blau. Offizielle Zuschauerzahl ist gerade angeflogen gekommen. 2718 haben den Weg an diesem sonnigen Sonntagnachmittag hier in die ZF Arena gefunden. Und die sind laut. Und stehen jetzt so lange, bis die Heimmannschaft den ersten Punkt gemacht hat in diesem Satz. Dritte Chance für Berlin. Die nutzen sie dann. Erster Punkt geht an die BR Volleys. Graham Weigles geht zum Aufschlag. Bei ihm weiß man nie so genau. Kommt da jetzt so ein klassischer Sprungflatter oder zieht er doch was härter durch? Bisschen härter. Das sah gut aus zwischen Tischer und Tagwarm. Annahme so auf knapp 3 Meter. Und dann stimmt da das Timing und auch der Abstand zu Ball und Netz bei Tagwarm. Schönes erstes Tempo. Antwort der Berliner über Felix Fischer. Der jetzt auch 34 Jahre alt ist. Mittlerweile am Ende der Saison, das wissen Sie sicherlich. Aufhören wird. Kriegt er den nach oben Shot? Ja. Nächster wirklich umkämpfter Ballwechsel. Und das ist ein guter Punkt für die Berliner, wobei man diskutieren kann, weil Robert Kromp nämlich zweimal gespielt hat. Das war vorher die Aktion. Und er kann nicht fassen, dass das die Schiedsrichter nicht sehen. Wieder alleine, ja, genau. Kopf, Netz und dann hat er ihn nochmal hochgebaggert. Robert Kromp. Haben wir eigentlich alle gesehen, nur leider die Schiedsrichter nicht. Joachim Mattner holt sich da mal den Mannschaftskapitän. Er soll beruhigend auf Vital Heinen einwirken. Der redet immer noch auf den zweiten Schiedsrichter Erik Scheu ein. Tagwarm schlägt auf. Eine Änderung gab es in der Aufstellung im Übrigen beim VfB. Und zwar ist mit der Nummer 7 Athanasios Prota Saltes. Hier ist er auf dem Weg Richtung Ball für Thomas Rousseau aufs Feld gekommen. Oder war jemand im Netz, meine ich, gucken wir gleich nochmal nach.
Sukowski, denke ich, wäre nett gewesen. Der Punkt geht eh an die Mannschaft in Blau. Vier Beine steht's. So, da gucken wir jetzt mal genau hin. Jetzt kommt der Ball an. War alles korrekt, alles korrekt. Da habe ich mich vertan. Beide Mannschaften jetzt mit viel erstem Tempo. Schöner Handgelenkseinsatz von Georg Klein beim Aufsteiger. Der Ball war auf dem Boden. Der Pipe über Robert Kromm. Markus Steuerwald, Friedrichshafen, Libero steht richtig. Ich kriege den Ball aber oben gegen die Brust. Einmal kurz durchschütteln, weiter geht's. Gegen den Dreierblock. Oh, starke Abwehraktion da von Luke Perry. Das war ein guter Angriff von Michael Finger. Hoch rein in den Berliner Block, aber das ist eine gute Blockabwehrorganisation bei den Berlinern gewesen. Tempo beim Pass über außen, über den kleinen Protopsaltis, 1,85 Meter klein, aber springt hübsch und hoch und hat einen schnellen Arm. Friedrichshafen Service Winner Michael Finger. Robert Kromm war sich nicht sicher, ob der Ball ausgeht oder nicht. Er konnte sich dann nicht so richtig entscheiden. Because, okay, three mistake, the three spin, okay, because after they have the same problem or more problem of us. Remember against the Greek with Snack where we defend, that we change the defense with him with the Snack. Okay, after he attacks the other one. He's always pushing on high ball. One block changes. Yes! Auf der Bank bei den Berlinern zwei ganz junge Spieler, die mit Zweitspielrecht hier bei den BR Volleys unterwegs sind. Igor Burgacev, 19 Jahre jung, Maximilian Auster, auch gerade erst 20 Jahre alt geworden, spielen eigentlich beim VCO Berlin. Und dann ist Paul Carroll noch da, der zweite diagonale Angreifer der BR Volleys. Mehr Auswahl hat Roberto Sagnotti gerade nicht. Zu lang. Der Aufschlag von Graham Weigres.
Hat nicht viel gefehlt. Dass er Maat am Aufschlag hat sich, was die Effizienz seiner Angriffe betrifft, deutlich gesteigert. Ist da auch mittlerweile bei 43% angekommen. Und das war mal ein extrem brutaler Block von Robert Kromp gemeinsam mit Felix Fischer. Der ging aber mal ganz senkrecht runter. Der Ball. Führung Berlin. Den hat er sich schon zu flach angeworfen, Wouter ter Maat. Zehn Beine. Durchgeprügelt durch den Häfler-Block hat er den Ball, der Niederländer. Robert Kromp. Ah, starke Abwehr von Markus Steuerwald. Also das war aber mal richtig schick mit einer Hand und den Ball dann so sauber im Spiel gehalten. Das war ganz große Abwehrkunst. Also, Sukowski läuft da heiß, hat den Punkt schon für sich gesehen. Gucken wir mal, ob es Netzberührung gab. Es gab sie. Leider, muss man ja aus Berliner Sicht sagen. Denn das war ein sehr, sehr geiler Block von Sukowski. Und sein Trikot war im Netz. Das hat er gar nicht selbst registriert, aber das war korrekt gesehen vom Schiedsgericht. Schneller Ball über Kopf von Simon Fischer. Kann ein bisschen mehr Höhe vertragen für David Sossenheimer. Aber der hat das gut ausgeglichen. Es bleibt wieder eng in diesem Platz. Schöner Angriff über Robert Kromp. Wieder der Pipe. Der siebte Punkt für den Mannschaftskapitän. Der hätte gepasst, der Aufschlag. Und ob es halt ist, er ist da, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, nicht der größte einer. Macht das
wirklich durch clevere Angriffe wieder retten. Findet häufig Lösungen im Angriff. Gegen den Dreierboxfinger. Oh, das Netz wackelt jetzt noch. Joachim Mattner hat es auch gesehen. Und Joachim Mattner bleibt da oben ruhig. Fällt auch die Karten bei sich. Alles gut. Technischer Fehler gegen Sukowski, der ist ihm durch die Finger gerutscht. Der Ball, und damit setzt sich der VfB jetzt so ein ganz klein bisschen ab, führt 16 zu 13. Da sehen wir es. Rutscht ihn so ein bisschen durch. We make a mistake, cancel, okay, it's important the ball after. It's very, very important. They receive snack. In the moment they receive 3 meters, we control the situation. Okay? We don't serve for the ace. We serve for the snack. Snack is our ace. It's very good. Okay, after we control. ...2718 sind offiziell hier in der ZF Arena. Davon dürften, macht so überschlägig, 2700 Häfler-Fans sein. Und dann noch die orange Wand, die kleine. Punkt 9 für Michael Finger. Andreas Tagmann, weil er ein bisschen zu spät bei seinem Zuspieler war, zum Aufsteiger. Kein Tusch, Punkt Berlin. Auszeit VfB Friedrichshafen. Auszeit genommen von Vital Heines. Oh,
play good, guys. Go on, we play good, no problem. Just go on, back. There's nothing to do, like, go. Think about the next ball. We are good. Think about the next ball. Ah, sure. They are fucking good on hand now. Hey, don't get mad. It's okay, Spike. Let's go. Positive Grundstimmung beim VfB. Während der Auszeit. Das war ein guter Aufschlag. Genau an die Nahtstelle zwischen Sossenheimer und Steuerwald. Walter Termaat war da meines Erachtens unter dem Ball. Und so engagiert und euphorisch und gucken wir nochmal hin. Ob er da komplett runter war, schwierige Entscheidung. Aber da bin ich eher bei den Berlinern. Er kann es nicht fassen, Roberto Sagnotti, dass der Ball nicht an sein Team ging. Klassischer Fall von dem Duin, ich habe ihn sicher, zwischen Michael Finger und Protopsaltis. Zukowski passt gut auf. Ausgleich 19 beide. Es wird wieder eng und da haben wir die Berliner Fans. Gibt dann die nächsten Aufregungen bei der Berliner Bank. Aber jetzt wird wieder Volleyball gespielt. Guter Aufschlag. Schwierige Situation jetzt für Sossenheimer. Und der passt noch rein. Der Ball Führung Berlin. Auszeit Friedrichshafen. Vor der Linie. Keine Frage, der war drin, der war deutlich drin, der Aussteiger von Felix Fischer. Hey Andreas, we don't use our chances, guys. We don't defend anymore. We don't defend, we don't play. But we're not fast to defend, we're spiking our game. But they were in the rallies because we stopped, man. Come on, Chris, come on. Dieser Leinen bringt's auf den Punkt. Der VfB nutzt die Chancen, die er bekommt. Gerade nicht. Roberto Sagnotti ist nicht zu beruhigen. Wird da jetzt schon vom Dr. Oliver Wildner, der wird jetzt wieder versucht, so ein bisschen zu beruhigen, aber klappt gerade nicht so richtig. Roberto Sagnotti ist da not amused. 20 beide. Das waren zwei gute Aufschläge von Robert Kromm und sie haben Berlin hier wieder rangebracht.
Felix Fischer geht zum Aufschlag. Heißt Sprung Flatter. Friedrichshafens Annahmeriegel steht wieder auf 4 Meter. Wieder beide Teams mit viel erstem Tempo. Baut und der Markt mit Punkt 11. Schöne Annahme. Luke Perry ist schnell. Oh, das war ein großer Schlag von Ruben Schott. Da war nicht viel Platz zwischen Block und Antenne. Und das hat er aber mal ganz präzise ausgemessen. Vorteil Berlin. Gute Aufschläge jetzt von Sokowski. Boah, Markus Steuerwald wieder. Ja, da ist dann nichts mehr zu machen. Drei Satzbälle. Berlin kämpft und kämpft und kämpft und wird belohnt. Lagen schon 16-19 hinten, die Berliner. Und jetzt haben sie drei Satzbälle. Auch das ist ein Kennzeichen eines Spitzenteams. Zurückzukommen, wenn es gerade nicht gut läuft. Erster Satzball abgewehrt. Wechsel am Aufschlag bei den Häflern Thomas Gottschein, der zweite Zuspieler. Kommt rein, Georg Klein ist ein Mann mit einem guten Aufschlag und vor allem kann er den auch auspacken mit kalter Schulter. Schauen wir mal. Halben Meter zu lang, der Aufschlag. Satz Nummer 2 geht an die BR-Volleys, die hier nochmal groß zurückgekommen sind in diesem zweiten Satz. Also im Spitzenspiel des Spieltags steht es jetzt 1:1 nach Sätzen und gleich in knapp 3 Minuten geht es hier weiter.
1-1. Da sehen wir es auch in Zahlen. Der erste Satz 26-24 an den VfB. Der zweite Satz mit 25-22 an die BR Wallis. Knapp eine Stunde ist gespielt. Zwei Sätze sind rum und es gibt hier noch einiges, glaube ich, was wir erwarten können. Gucken wir mal ganz kurz, wie es in den anderen Hallen steht. Zwischen Herrsching und Solingen steht es nach Sätzen 1-1. Die United Wallis haben den ersten Satz gegen Königs Wusterhausen verloren. Der zweite Satz läuft noch. Rottenburg liegt mit 0-2 gegen Lüneburg hinten und Düren führt in Bühl mit 2-0. Das mal die kurze Exkursion in die anderen Hallen. Jetzt geht es hier in der ZF Arena weiter. Da hat er jetzt das rechte Maß gefunden, Rubenschott. Zwei gute Aufschläge. Und dann kommt die Annahme und dann ist das erste Tempo wieder da. Guter Start für die Berliner. Takwa spekuliert richtig, geht da früh hoch mit Graham Weigels und macht einen Deckel über den Ball. Da stehen sie zwar zu zweit, Proto Psaltis und Markus Feuerwald, aber das war ein harter Angriff von Robert Krupp. Vermahnt was im Block gegen Proto Psaltis. Der dritte Block schon des Niederländers. Berlin kommt definitiv besser rein in diesen Satz Nummer 3 als die Häfler. Wieder durch die Mitte. Zweite Chance Berlin. Ja. Punkt 13, 4. März. Sossenheimer macht das gut über die 4.
Friedrichshafen hat so ein bisschen die Präzision in der Annahme verloren. Berlin ist mental auch frecher. Gerade jetzt grundsätzlich ein bisschen wacher und sie nutzen die Chancen, die sie haben, konsequent. Barry Pascous auf. Sossenheimer mit dem Block gegen Damat. Na, es war nicht Sossenheimer. Georg Klein war es. Dritten Satz haben wir zum ersten Mal in der ersten technischen Auszeit eine Berliner Führung und die relativ deutlich mit 3 Punkten. Lift up your spikes now, but do what we said before. Huh? Don't change with the hands, don't open, do what we said and make the tactics like we. Like also in defense, if you come out, stop on time in defense. No. Don't do too much, just take your position. And come, and like we had 2 ways to start. That's the 2 points, guys. So, David Sossenheimer haben wir da gerade gesehen mit der Nummer 5. Punkten ist er der erfolgreichste bis hierher beim VfB. Felix Fischer schlägt auf. Nach längerer Zeit mal wieder der Pipe beim VfB über Protopsaltis. Armin Mustidanovic kommt rein für Protopsaltis. Ja, Ruben Schott war im Netz. Diesmal gibt es auch keine Diskussion. Jetzt geht nur der hohe Ball. Schwerer Ball für den Schott. Beim zweiten Versuch gibt es den Punkt. Zweimal der Pipe über Kromp. Und wenn Robert Kromp da voll durchzieht, dann sind das deutlich über 100 Kilometer die Stunde. Und da hat man nicht so wahnsinnig viel Reaktionszeit aus, was sind's, nach, sagen wir mal, 7 Meter. Hat er nicht ganz sauber getroffen, den Ausschlag hier Klein. Beide Mannschaften versuchen viel Druck mit den Sprungflatteraufträgen zu machen und vor allen Dingen, weil die Annahme jeweils gegen Flatter sehr weit vorne steht, dann
den Ball wirklich so auf den letzten Meter hinten zu platzieren. Macht Spaß, das Spiel. Knappe Führung, Berlin. Das war ein guter Ausschlag. Der ist jetzt früh gefallen. Und sobald die Annahme nicht kommt und sobald Berlin eine Chance hat, nutzt das Team aus der Hauptstadt diese Chance. Und das macht momentan den Unterschied. Das führt Berlin hier auch mit 3 Punkten. Da war der Fuß runter von Weigers. Clever gemacht von Termat. Hoch rein in den Block vom Sossenheimer. Und dann geht der Ball weit nach hinten weg. Schwierig gegen den Dreierblock, Sossenheimer. Zum ersten Mal heute Simon Tischer mit der linken Klebe. Perfekter Dankeball von Markus Steuerwald. Überhaupt beide Liberos spielen eine starke Partie heute. Die eigentlich komplett über die Saison, diese beiden. Friedrichshafen macht es sich in dieser Phase wirklich selbst schwer. Das war kein leichter Angriff für David Sossenheimer. Sie machen es sich schwer, weil die Annahme einfach nicht konstant nach vorne kommt. Auf Dauer wird das nicht gut gehen gegen diese Berliner, die jetzt sehr stabil wirken. Die Annahme ist jetzt gut. Von Ruben Schott die Linie runter. Es bleibt bei der 3-Punkte-Führung für die BR Volleys zur zweiten technischen Auszeit. Hier sehen wir nochmal den Angriff. Sehr, sehr präzise. Still leave the line.
for sure. Yeah, that's not the point. The point is, guys, was press. We have totally no serve press anymore. So also next time, go full and go 6-1. Okay, go between 6 and 1. But shot takes the half court. You can also try. We can run a 2 away to open the court again because we have no serve effect. And that's what's happening. Come on, boys! Push more, push more. Kein Aufschlagdruck mehr, sagt da der Coach. Berlin in der Folge daraus sehr sicher im Sideout, gewinnt Selbstbewusstsein immer mehr, wirkt sehr, sehr solide in dieser Phase, der VfB rennt hinterher. Berlin wird immer besser mit den eigenen Aufschlägen. Es ist letztlich immer das Gleiche, egal auf welchem Niveau. Es gilt, das Aufschlagannahmespielchen zu gewinnen. Ball außerhalb der Antenne, sagt das Schiedsgericht. Der Linienrichter hat es angezeigt. Erik Scheu ist da nur seinem Linienrichter gefolgt. Gucken wir mal, ob wir das hier sehen können. Ja, kann man so sehen. Alles in Ordnung vom Schiedsgericht. Ruben Schott spielt gut. Sehr, sehr stabil heute. Und hat da gerade mal ein richtiges Pfund losgelassen. 10 Punkte hat er schon. Mostedanovic mit all seiner Erfahrung wartet ganz lange im Block. Wouter Tematz sieht ihn nicht und hat ein richtig gutes Timing. Springt spät, schiebt die Hände direkt über die Netzkante. Punkt 15 für das Heimteam. Berlin schiebt die Annahme immer weiter nach vorne. Und Berlin bleibt hier vorne. Und zwar 4 Punkte vorne. Thomas Rousseau reingekommen für David Sossenheimer. Mostedanovic will es jetzt auch versuchen mit Druck im Aufschlag gegen Luke Perry. Ihm fehlt da jetzt die Lockerheit, dem Friedrichshafen. Der nächste Punkt für Berlin. Berlin deutlich mit Oberwasser.
und auch hellwach im Kopf. In dem Maße, in dem die Präzision beim VfB verloren geht, geht sie rüber auf die andere Seite Richtung Berlin. I mean, guys, we are not playing on our level, so it's about side out and play from here. Don't score good. See, make an angle to the spike. Come on! Oh, good! Ihr habt gerade gar nichts gehört. Mitterleinen bringt es auf den Punkt. Friedrichshafen spielt nicht das eigentlich vorhandene Level, das eigentlich vorhandene Niveau. Berlin lässt sie aber jetzt auch in dieser Phase nicht. Der nächste Berliner Punkt. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Dann klappen auch die Wechsel nicht, weil die Spieler nicht die richtigen Tafeln gegriffen haben. Gegen den Dreierblock durch, aber auch das ist ein symptomatischer Punkt. Die Annahme wieder nicht gut, man hat einen Dreierblock und in dem Fall gibt es den Punkt für den VfB, weil Luke Perry dann, der Libero, der Berliner, nicht mehr ganz rankommt an den Ball. Und nun ist der Doppelwechsel auch vollzogen beim VfB Friedrichshafen. Thomas Kotschan und Daniel Malescher sind auf dem Feld. Das war wieder ein guter Aufschlag, nach langer Zeit wieder vom VfB, aber Berlin ist jetzt so Selbstbewusstsein, die baggern jetzt gerade alles präzise nach vorne. Robert Kromm mit seinem nächsten Punkt, das ist dann jetzt schon sein 16. 7 Satzbälle für Berlin. Und damit ist der Satz rum. Und zwar relativ deutlich. Berlin holt sich den 3. Satz mit 25-18 und hat hier eindeutig Oberwasser jetzt in der ZF Arena. Bin mal gespannt, ob und wie der VfB zurückkommt oder ob Berlin weiter so dominant auftritt wie in den letzten anderthalb Sätzen hier. In knapp 3 Minuten wissen wir es.
2-1 Satzführung für die BR Wallis gegen den VfB Friedrichshafen. Das Ganze in der ZF Arena am Bodensee. Der VfB ist gefordert. Georg Klein und sein Team zurück auf dem Feld. Gucken wir mal ganz kurz auf die Aufstellung. Zweiter Annahme Außenspieler neben David Sossenheimer ist Athanasios Protopsaltis. Jetzt wieder kein Wechsel bei den BR Wallis. Da geht es weiter mit dem Startpersonal. Erster Punkt geht an Berlin. Solide Annahme. Angriff über Robert Kromm, der alles durchbringt in dieser Phase. Hat eine Effizienz im Angriff von über 60% und ist jetzt bei 17 Punkten angekommen. Da war er schon wirklich schnell unterwegs. Sukowski berührt aber ganz leicht das Netz. War auch technisch anspruchsvoll. Also den noch so zuzuspielen und da ist eben das Netz dann wackeln. Als beide. Derweil hat Düren in Bühl gewonnen mit 3:0. Deutlich die einzelnen Sätze zu 18, zu 20, zu 19. Stanovic bringt den Ball durch. Steht da gut in der Luft. Schneller Arm. Angriff die Linie runter. So, Lüneburg hat auch gewonnen in Rottenburg. Mit 3:0. Herrsching führt mittlerweile 2-1 gegen Solingen nach Sätzen. Und bei den United Wallis gegen Königs Wusterhausen steht es nach Sätzen 1:1. So, und jetzt widmen wir uns wieder nur und ausschließlich der Passion hier in der ZF Arena. Beide. Und das Bemühen des VfB, wieder Druck im Aufschlag zu entwickeln, ist deutlich erkennbar, aber noch haben sie nicht das rechte Maß gefunden. Das ist der dritte Aufschlagfehler schon in diesem Satz des VfB. Und das heißt, 3 von 5 Punkten für Berlin brauchte Berlin gar nicht selber machen.
stark, Luke Perry. Der Ball war auf dem Boden. Punkt Berlin. Auszeit Friedrichshafen. Man, what's this for jump shot? You jump this high and hit 5 meters out. Nice technique. Go high on the ball and hit. I mean, that's what I understand. Now in this moment, it's about us coming back in the game and how to play. What we do before, so block on time, nice hands, not in between. I mean, it's us. It's us who decide. Understand it. Now stay here even more. No one can do it. Ganz offensichtlich nicht zufrieden. Friedrichshafen kann sich jetzt nur an jedem einzelnen Punkt hocharbeiten und wieder Selbstbewusstsein holen und müsste ab und an mal einen Ausschlag treffen. Wenn es nicht läuft, ja genau, so knapp war es. Vorteil Berlin. Also entweder passiert ganz schnell ganz viel beim VfB Friedrichshafen oder Berlin wird die Serie hier beenden. Die Serie von Niederlagen gegen den VfB Friedrichshafen. Okay, libero è Vustedanovic. No, Russo. Okay. Allora, the service probably reception in two. If reception in three, we serve here. In two, we serve here. Pay attention, primo tempo, five. Shot am Aufschlag, Sprungplatter. Luke Perry war nicht drunter mit der Hand unter diesem Ball. Deswegen geht der Punkt zurecht an den VfB. Ganz leichter Tusch von Georg Klein. Deswegen nächster Punkt, Wouter Fermaat, sein 17. Vustedanović findet eine Lösung für diesen Pass, der ein bisschen dicht war. Oh.
Felix Fischer zeigt, wie schnell er ist. Irgendwo war eine Lücke beim Block. Gucken wir mal. Die Hände von Felix Fischer nicht ganz exakt beisammen. Friedrichshafen ist bis auf einen Punkt ran, obwohl der Aufschlag von Michael Finger da vorhin eher ein Einwurf war. Der ebenfalls. Trotzdem der Ausgleich. Roberto Cerniotti reagiert, nimmt eine taktische Auszeit. 10 beide steht es jetzt hier. The situation, ball block against I block. Technica, technica. The first player arrived before. The middle blocker is not alone. Must close the block. Okay, it's important to close better as possible. Only this. Michael Finger ist wieder am Aufschlag. Ah, den hat er nicht weit nach vorne geworfen, kann ihn noch retten. Spielt auch mit Joachim Mattner. Sauberer Kopfball auf die richtige Seite. Das war ein Tusch der Berliner. Ist direkt zugegeben von Sikorski, aber gut gesehen vorher schon vom Linienrichter. Friedrichshafen scheint sich zurückzumelden hier in diesem Spiel. Jawohl, mit Nachdruck. Nur der hohe Ball. Foto Psaltis. War dran. Also, die Linienrichter sehen das gut. Auch der war nicht wirklich leicht zu sehen, dieser Tusch. Aber die Fingerspitzen von ihm hier waren an dem Angriff vorhin. Und mit dem Netzkantenroller ist da Berlin wieder dran. 13 beide steht. Und
tends to play more on the right. Super Zuspiel von Simon Fischer. Das ist wieder ein deutlich ausgeglichenerer Satz, als es der dritte war, den Berlin ja deutlich dominierte. As soon as our stomach settle, Atletico to get the game underway. Aua, eine clevere Lösung von Michael Finger. Und hier der Mann mit der Nummer 3 geht ein bisschen zu weit nach vorne, zu früh nach vorne. Robert Kopp, weil er mit dem kurzen Lob rechnet. Und die Richtungsänderung, die ist dann wirklich nicht mehr zu schaffen. Has to be said, they are improving. But of course, can look upset. 8 points from their last 9 away matches. 8 points on a possible 27, that is. And they've not won on their last 7 visits to the Calderon. Michael Finger bringt den Ball durch. Führung für den VfB 16:15. Crosstown is completed in time, but the way it is quite important here. Okay, after a mistake, we have time to move the leg. Okay, Mustadanovic, finger. And it was played between Atletico Madrid and Valencia. So this is the last meeting. This was these two sides inaugurated this ground, opened this ground, and this is the last game they will play together. Ein enges Spiel jetzt wieder hier in der ZF Arena. 16:15 für VfB Friedrichshafen. 2-1 Satzführung für die BR Wolles. Beide Teams mit bisher 14 Ausschlagfehlern. Der kroatische Ambassador, der German Ambassador, der Ambassador von Bosnien-Herzegowina und der former Supermodel Valeria Massa. Gut aufgepasst von Ruben Schott, jetzt aber die dankbare Situation für Friedrichshafen, zumindest war ich davon ausgegangen. Aber Ruben Schott will es da zu genau machen, nachdem er erst gut abgewehrt hat und diesen gebaggerten Ball ja. Den will er auch noch irgendwo in die Ecke des Feldes der Friedrichshafen ersetzen. Because Diego Alves saved 2 penalty kicks. It was in Voro's first stage, first period. Nächste Chance. 2-0, but I said, could have been. Wieder über Felix Fischer. Der steckt sauber über die Schulter seinen Aufsteiger. Alves saved 2 penalties. Now he's making his first save of the game. Haben hat die Chance jetzt nicht genutzt, hier 2 Punkte wegzugehen. Jetzt Vorteil Berlin. Mangala. He's been playing a lot better of late, Mangala.
must confess, I've never been much of a fan of the former Man City stopper. Und Berlin nutzt seine Chancen. Dem Aufschlag drauf. Michael Finger. Und er hat fast herausgefunden, wie lang die Halle ist und wie lange der Ball fliegen muss, damit er hinten an der Wand kommt, so ohne Feuer auf den Boden zu gehen. Shot from Philippe Luis, by the way. Beim Pipe sieht man, was für ein Sprungwunder er ist. Aus Offside ist. Den hat er vorhin schon mal so präzise geschlagen, diesen Aufschlag. Nusjedanovic setzt ihn wieder exakt an die Linie. Neben Rubenschott. Barcelona qualified Real Madrid immediately, say, look, I'm not playing the ball, we've got building work to do. Hey. Well, when we read block, okay, we stay maybe five with the green. Okay, continue, eh? Very important. Okay, difficult ball in four, pay attention to the team. So, haben wir hier ein Viersatz- oder ein Fünfsatzspiel. Das wird sich innerhalb der nächsten gut fünf Minuten entscheiden. Robert Kopp mit seinem 20. Punkt. Auch ein seltener Aufschlag von Felix Fischer. Koke. Romero. And once again, they're looking for Carrasco. Also, wo ist denn der durch? Gucken wir mal hin. Durch die Arme von Ruben Schott. Spannendes Spiel hier. Mit Vorteilen in diesem vierten Satz jetzt für den VfB. Knapp, aber es ist ein kleines Breakpoint. Keeps it in play. It's with Felipe Luis. That's nearly a great turn from Gamero. Well, this comes away from him now. Stasa. Ja, Linienrichter hat alles korrekt angezeigt. So, hier jetzt die Abwehr. Der Ball war außerhalb der Antenne.
Lukowski mit Druck im Aufschlag und mit Risiko und scheitert am Netz. Jetzt kommt Daniel Malescher am Aufschlag rein und Jakob Günther kommt rein vorne, um den Block groß zu machen. Noch kein Satzball. Rückwechsel beim VfB. Aufschlag, Ruben, Schotz. Aus dem Zeitout raus hat die Heimmannschaft die Chance. Bis den ersten Satzball zu holen von Proto Psaltis. Macht das aber mal sowas von abgezockt. Zwei Satzbälle, Friedrichshafen. Und wir gehen in diesem Spiel in den Tiebreak. Das Spiel hält alles, was es vorher versprochen hat. Also der Tiebreak muss darüber entscheiden, wer für die Playoffs in die Pole Position geht. So, jetzt noch einmal kurz 3 Minuten durchpusten und dann wissen wir's, wer auf Platz 1 der Hauptrundentabelle steht am Ende. Und Dani Parejo. Gaya. Sends that one a long way up the field, but that goes out a wee bit too easily. Voro, who's done a good job. I mean, he's basically come in for his second spell as caretaker manager and in just 4 and saved Valencia definitely from problems. They were hovering around very close to the relegation zone. Oof. I wonder if there's a little lack of tension at the moment, because here's Griezmann again! Wallops that shot wide, however. So next Saturday, Valencia will play Sporting Gijón, and you can say they can almost seal their survival winning that. Sporting losing early today at home to Deportivo La Coruña. With Jan Oblak, who's been so far, to be honest, a virtual spectator here. In the Calderon. And here Alves has to come up quickly. He's collected. Oh, Martin Montoya today in the Valencia side. He's given a rest. Good news is that Santi Mina is available again after injury. So Parejo. He looks up, he's got. So, da sind wir zurück zum finalen Akt hier in der ZF Arena. Zwei beide steht's. 2 Stunden sind hier schon gespielt. Duell der Giganten heißt es. Ja, gerne zu diesem Spiel. Auf jeden Fall ist es eine richtig spannende, es ist eine richtig enge Kiste hier in der ZF Arena. Und die 2718, die hierher gekommen sind, bereuen es aber mal ganz garantiert nicht. 15 bis 20 Minuten volle Konzentration noch. Dann wissen wir, wer hier als Sieger vom Platz geht. Again back to Alves. Needs a bit of movement. Knapp im Aus. Der Ball
Und da haben wir wieder das Phänomen gerade eben gesehen, wenn Mittelblocker pritschen, machen sie es über Kopf, warum auch immer. Ja, korrekter Pfiff von Joachim Mattner, der ist geführt gewesen, der Ball. Also wenn man sich schon knien muss, um zu baggern und dann noch versucht, den Ball zu pritschen, das ist schon ambitioniert. Besser. Starke Abwehr von Sutkowski. Vorteil Berlin. Berlin ist zwei Breaks vorne, zwei kleine. Vital Heinen reagiert sehr schnell. Taktische Auszeit. Technische gibt es ja nicht mehr in diesem Tiebreak. Das ist jetzt eine Aufgabe für das Team hier in Blau, zurückzukommen im Tiebreak. 0-3. Immer nach Aufschlag, Ruben Schott. Nächster Vorteil, Berlin. Luke Perry will es besonders schön machen, Berlins Libero, und schiebt den Ball dann rüber die Friedrichshafener Hälfte. So, bei dem Ball hier. Daniel Malescha am Aufschlag. Guter Aufschlag, aber die Annahme ist auch sehr solide von Robert Kopp. Und Graham Bigras. Schnell da. He is back to pressure the Spain international. And in the end, smart play gets Valencia the throw. Jetzt sind es schon drei Breaks, die Berlin vorne ist. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig für den VfB. Berlin wirkt einfach wieder eine Spur konsequenter. Annahme ist auch wieder nicht da. Blau. Einer der seltenen Fehler im Angriff von Robert Kromm, der heute mit bis hierher einer Quote von 63% seiner Angriffe wirklich überragend angreift. Michael Finger mit dem Fehler im Aufschlag. Sein vierter Aufschlagfehler schon. Ist auch nicht so richtig zufrieden mit sich. Ah.
Gucken wir mal nach seinem Pendant. Auf der anderen Seite Termaz. Sechster Aufschlagfehler. He's given an advantage for the moment as Vrsaljko goes forward. Friedrich Hampton is wieder da. Hat zwei der drei kleinen Breaks aufgeholt. Starke Abwehr von Steuerwald. Nice 10 Bookings. Den Punkt, den geben wir zu 50% dem Libero und die anderen 50% kriegt Proto Psaltis, weil er das clever macht gegen den Dreierblock. We get the other attack in transition. We won't jump high. One player way to jump. Control the technique. Control the technique. Let's go! That's just gone out. That's why Simeone was jumping up and down like a mad thing on the touchline. Six beide im fünften Satz. Das bleibt ein enges Ding bis ganz zum Ende. Takvar, Block, Felix Fischer. Führung für Friedrichshafen. Wer hätte das gedacht, noch vor drei Minuten. Das ist die Chance, war da die Führung auszubauen. Und sie nutzen sie, weil sie es mutig machen in diesem Moment. Aus der Abwehr raus das erste Tempo. 8:6 für den VfB beim letzten Seitenwechsel in diesem Spiel. Nur der hohe Ball. Proto Psaltis blockt alleine Wouter Termaz. Also das muss man nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Wouter Termaz, der echt hart angreift, hoch angreift. Rein in den Block bis 1,85 Mann ist. Und Proto Psaltis kann gestern nicht so richtig glauben, dass er den geblockt hat. Und wird von allem beglückwünscht. No problem. It's only situation of technique. Don't close the attack, okay? And ready in transition for block. Yeah, right. Yes! Corner! Sein Team hatte das Spiel hier lange im Griff. Nach schwerem Start gegen den VfB haben sie dann immer mehr Zugriff gefunden und sahen eigentlich gut aus, auf einem guten Weg Richtung Sieg hier. Und scheinen jetzt das Spiel wieder aus der Hand zu geben. Wouter Termaz wollte nicht nochmal diagonal in den Block von Proto Psaltis schlagen und überdreht. Macht die Schulter auf, macht das Handgelenk auf
und setzt den Ball dann einen Meter neben das Feld. Paul Carroll kommt rein für den Niederländer auf der Diagonalposition. Mortar Termat untröstlich wegen dieser zwei Angriffe. Und jetzt läuft's für den VfB. Vorhin war Berlin noch mit 6:3 in Führung. Jetzt steht 6:11. Das ist ein 8-0-Lauf für Friedrichshafen. Also das habe ich auf dem Niveau auch lange nicht mehr gesehen. Und wieder der Kleine. Jetzt sind sie hier am Bodensee kaum noch zu halten, also zumindest die Friedrichshafen-Fans. Er kann es auch nicht so richtig glauben, Roberto Sagnotti, dass seine Mannschaft das hier noch aus der Hand gibt. So, warum ist eventuell jetzt nicht der Lauf andersrum auch möglich? Wir haben ja viel gesehen in diesem Spiel. Also, VfB muss hellwach bleiben. Berlin will zurückkommen und kann es bestimmt auch. Aber nicht so. Warm, Sprungplatter. Oh, guter Ausschlag. So, ich glaube, jetzt machen wir endgültig den Deckel drauf auf dieses Spiel. 7 Matchbälle, das wird sich der VfB aber garantiert nicht mehr nehmen lassen. Geht's nur hoch über Carroll. Beide Diagonale auf sicher. Mit ihren Angriffen. Boom Shots mit dem Ball dann durch. Erster Matchball abgewehrt. Zweiter Matchball abgewehrt. Rosalco, he gives it back to Savage. Dritter Matchball abgewehrt. Schauen wir mal, ob Felix Fischer weiter bei seinen Aufschlägen bleibt. Also durchgezogen. Die macht er ja wirklich extrem selten eigentlich. Ja, Ball war auf dem Boden, sagt auch der Schiedsrichter. Und der VfB Friedrichshafen gewinnt in 5 Sätzen gegen die WR Volleys. Es war ein spannendes Spiel. Es war ein Spiel mit Aufs und Abs auf beiden Seiten. Und am Ende bleibt es dann bei beiden Serien. Nämlich der, dass der VfB Friedrichshafen in dieser Saison gewinnt gegen Berlin. Und Friedrichshafen ist jetzt 21 Spiele in Folge in der Bundesliga ohne Niederlage. Da haben wir nochmal den Matchball. Gleich gibt es die MVP-Wahl. Dann gucken wir noch, wen wir vors Mikrofon kriegen. Bis gleich.
another Valencia attack breaks down as we get near the half hour. Salico sets it again. Griezmann, such a generous worker, the Frenchman. It's not just his goals. And Carrasco once again. He's got Gamero in support. See what colour card this is. The referee reckons he's caught. Parejo. Been booked for supposedly elbowing the Valencia player. I must confess, I'll have to wait for Vicenzo Perez. Let's have a look. Well, he's put a hand out, hasn't he, to keep him at bay, but Simeone isn't that impressed. He's playing rugby, he'd be all right with that anyhow. Unfortunately, he isn't. Maybe a little bit harsh, but if you do put a hand out ahead, height you are. Especially in this league, sometimes asking for trouble. I'm sure Enzo Perez, who was a bit of a master at the subterranean arts, is looking for any opportunity to get players booked after he's picked up the first booking of the game. Side against Sather.